Hi, liebe Leute, ich bin's wieder bei Biken TV. Ja, jetzt seht ihr schon, kein Helm auf. Und warum? Ich bin bei Thorsten von der Ausgerät-Profi. Und wir waren vorhin mit dem Bike unterwegs, haben schöne Fahrtraining-Videos gefilmt. Ja, aber es gibt natürlich Bereiche, in denen ich null Ahnung habe. Also ich weiß zwar, wie man die Waschmaschine anmacht und die Wäsche aufhängt, aber ich merke natürlich mit den besseren Materialien, die man da hat, da wachsen auch die Ansprüche. Ich habe hier meine beste Regenjacke, also richtig teures, gutes Stück. Im Fahrradladen für teures Geld gekauft und die ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre alt. Merke natürlich hier, die muss gewaschen werden. Jetzt kommt der Herbst, Winter, einmal alles voller Schlamm. Ich möchte trotzdem, dass die dicht bleibt. Und es wäre mir auch eigentlich lieb, wenn die noch relativ lange schick aussieht und nicht so gammelig wird, dass ich mich damit nirgendwo mehr zeigen kann. Und natürlich möchte ich, dass die Taschen heil bleiben. Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich schon in der Vergangenheit Fehler gemacht habe. Ja, wo ich aber sage, okay, ich lasse mal den Profi dran. Und dann weiß ich beim nächsten Mal, Wäsche waschen, wie ich das richtig mache, dass die Jacke und die anderen Teile, die mit drin sind, nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und auch natürlich die Waschmaschine nicht irgendwie in die Knie geht, weil sie irgendwie andauernd mit Dreck und Schlamm attackiert wird. Ja, cool, Marc, dass du da warst und vielen Dank für deine Tipps, die du mir eben auf dem Mountainbike gegeben hast. Das war echt eine coole Sache. So eine Jacke ist natürlich etwas, wie du schon gesagt hast, sehr hochwertig und da muss man schon schauen, wie man die einfach pflegt. Und heute in diesem Video geht es darum, 5 Sachen, die man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man möchte, dass die Jacke möglichst lange gut ausschaut und auch vor allem die Funktion noch da hat. Also die wasserabweisende Wirkung und gleichzeitig auch den Schweiß wieder herauslässt. So, das erste, wenn du die waschen solltest, ist es halt, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, die Reißverschlüsse so offen zu lassen. Ja, weil durch die Reißverschlüsse, die reiben einfach an der Jacke dran und dadurch wird die Membran beschädigt und da wird dann einfach die Funktion ist nicht mehr gegeben. Also der Haupt und alle quasi, alle, genau, alle die es gibt. Alle Reißverschlüsse und auch, ich sehe hier gerade, da ist so eine Klettverschlusstasche dran, auch die am besten schließen, ja, weil sonst kann auch hier der Klettverschluss wieder die Membran beschädigen und deswegen alles, was irgendwie offen ist, sollte geschlossen werden, alle Reißverschlüsse zu und dann haben wir schon mal einen wichtigen Teil gemacht, damit die Jacke gut in der Waschmaschine zurechtkommt. Super, okay, ich mach das mal. Ist das jetzt ein Fehler, das so zu machen? Weil ich kenne es jetzt so von T-Shirt oder auch falsch rumdrehen oder so. Genau, das ist der nächste Tipp, den ich dir auch geben würde. Immer die Jacke auf links drehen. Ja, das ist einfach hat damit zu tun, dass wenn die Jacke so in der normalen Position ist, dann reibt die natürlich extrem stark immer an der Wäschetrommel. Und deswegen sollte man die auf links drehen, dann ist einfach die Reibung nicht so hoch und dann lebt die Jacke auch einfach länger. Ja, das heißt einfach einmal auf links drehen. Okay, also jetzt haben wir schon mal 2 Top-Fehler. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, das mit dem Reißverschluss, das wusste ich. Mhm. Weil natürlich als Jugendlicher irgendwann erzählt dann die Eltern, was man halt machen soll und was nicht. Trotzdem, in der Unachtsamkeit oder Eile, habe ich schon Dinge so zerstört, indem ich dies nicht richtig zugemacht habe, weil die ja so viele Bike-Sachen auf so viele Reißverschlüsse haben. Und wenn dann einer nicht zu ist, ja. Kann das schon zu Beschädigen führen. Okay, aber jetzt der zweite Fehler, dass man das jetzt so rein tut, ich glaube, den hätte ich gemacht, weil jetzt Trikot oder T-Shirt, weil ein T-Shirt ist immer so ein Druck drauf, den will man halt nicht kaputt. Genau. Aber jetzt bei so einer Jacke, wo du denkst, okay, die müsste das doch eigentlich abkönnen. Ja, aber das ist wirklich die Membran, die scheuert ja sonst an der Trommelwand und durch diese Reibung wird dann einfach die Membran beschädigt. Und innen drin haben wir nochmal dieses Futter meistens, ja, oder auch hier ist auch so eine angenehme Sache, deswegen einfach auf links drin. Okay, ich mache das mal ganz kurz hier, damit ihr das auch seht. So. Oh, Maria, da kommen dann wieder neue Knöpfe. Genau. Also ihr seht schon hier, wenn man so richtig so eine High-End-Jacke hat, das ist nicht ganz so schlimm wie ein Bike. Mit 1000 Sachen, die irgendwie eingestellt werden müssen oder defekt gehen können. Aber so ganz simpel ist es auch nicht mehr. Das ist gut, wenn man jemanden hat, der Tipps gibt. Ja. Und das ist natürlich im Zeitalter von YouTube sehr praktisch, weil ihr wisst natürlich vom Thorsten, ich verlinke das jetzt mal hier unter dem Video, dass er viele Tipps hat, weil wenn es ins Eingemachte geht, dann geht es natürlich um die Maschinen. Ne?
Wir sind jetzt hier noch bei der Jacke und was die Maschinen heute können. Ja, ich denke mal, da werdet ihr gute Tipps beim Thorsten finden. Genau. Ja, damit haben wir die Jacke schon perfekt vorbereitet und jetzt geht es in die Maschine rein. Wir nehmen einfach mal hier die Waschmaschine, können da die Jacke reinmachen und dann geht es um die Programmauswahl. Und da ist ein Problem, was viele machen, die nehmen eine hohe Temperatur und eine hohe Schleuderzahl, weil nach ganz getreu dem Motto, viel hilft viel. Bei so einer Jacke ist das aber ganz falsch. Denn da haben wir das Problem, bei einer hohen Temperatur wird einfach die Membran beschädigt und bei der hohen Schleuderzahl haben wir auch wieder dieses Thema mit der Reibung, dass dort die Jacke einfach dann beschädigt wird. Das heißt, am besten einfach eine niedrige Temperatur, 30 Grad reicht völlig aus und auch eine sehr geringe oder sogar gar keine Schleuderzahl. Ja, wir können das hier einfach mal einstellen. Wenn du magst, nehmen wir ein Pflegeleichtprogramm oder Feinwäsche. Manche Geräte haben auch extra ein Sportprogramm bzw. extra für Jacken so ein Programm. Wenn man sich jetzt diese Programme anguckt, weißt du denn, ob die Hersteller der Jacken da Vorgaben machen, dass vielleicht die Garantie erlischt, wenn man es falsch wäscht oder so? Danke für den Tipp, also für den Hinweis. Da ist natürlich mal ganz wichtig zu lesen, was auf dem Etikett draufsteht. Ja, also das ist immer das Wichtigste, dass man sich das vorher anschaut und danach dann entsprechend wählt. Bei so einer Jacke wird klar sein, dass es immer so um die 30, 40 Grad wärmer sollte man auf gar keinen Fall waschen. Pflegeleicht haben wir eingestellt. Jetzt geht es noch um die Temperatur. Hier haben wir jetzt 40 Grad eingestellt. Ich würde da sogar noch ein bisschen runtergehen. 30 Grad reicht völlig aus. Und Schleuderzahl ist jetzt hier standardmäßig 1200 Umdrehungen. Viel zu viel für diese Jacke, also auch da wirklich runtergehen und da kann ich wirklich bis zum gar nicht schleudern reingehen, denn so eine Jacke, die nimmt ja gar kein Wasser auf. Die ist ja dafür da, dass du das Wasser abweist, ja, und deswegen reicht es da, wenn man die hinterher einfach nass rausnimmt, abschüttelt und dann auf der Leine aufhängt oder auf einem Bügel am besten, dass gar keine Knitterstellen oder so entstehen können. Du, jetzt habe ich mal wieder eine kleine Frage, weil das ergibt sich jetzt hier gerade, wo du schon erklärst. Jetzt haben wir die Jacke drin, wir haben das Programm und so drin. Mhm. Und vielleicht wäre es jetzt bei dem nächsten Topfehler schon gekommen, oder du sagst mir noch, mit was kann ich die denn kombinieren? Weil jetzt wegen einer Jacke die ganze Maschine anmachen, ist ja wahrscheinlich nicht das, was man so im Familienalltag macht. Genau. Ja, also da sollte man wirklich ähnliche Wäsche nehmen, also auch etwas, was pflegeleicht gewaschen werden sollte. Und ja, bei so einer Jacke, also du hast gesagt, die hat mehrere hundert Euro gekostet, da würde ich vielleicht tatsächlich auch mal einen separaten Waschgang machen. Ja? Oder wenn du vielleicht noch eine andere Regenjacke hast oder auch eine Regenhose, die du noch irgendwo hast, die kann man super da mitwaschen, aber da würde ich dann noch schon einen einzelnen Waschgang einmal investieren. Ja, weil ohne Schleudern, wenn du da jetzt irgendwie Baumwolle hast oder andere Funktionskleidung, die wird dann natürlich nicht trocken. Deswegen da tatsächlich einmal nur die Jacke waschen oder mit ähnlichen Kleidung dann. Ja, jetzt haben wir schon die wichtigsten Sachen gemacht. Zwei Tipps habe ich aber noch für dich, die sonst auch sehr gängig sind. Einmal kommen manche auf die Idee, Weichspüler zu verwenden beim Waschen, ja, damit die Jacke hinterher angenehm riecht. Okay. Oder damit die auch nicht so faltig ist, kommen manche auf die Idee, tatsächlich Weichspüler zu verwenden. Und das ist wirklich das Todesurteil für solch eine hochqualitative Jacke. Man muss sich vorstellen, die Poren, diese Membran, besteht aus Poren und der Weichspüler setzt sich in diese Poren ein. Und dann ist da nichts mehr mit Atmungsaktivität und die Jacke ist im Prinzip ruiniert. Deswegen auf gar keinen Fall Weichspüler verwenden. Ja, für die Gerüche reicht schon das Waschmittel, dass die rausgelöst werden. Ja, und jetzt der letzte und fünfte Tipp, hat im Prinzip gar nichts mit der Waschmaschine zu tun, geht eigentlich mehr über die zu viel Pflege von der Jacke. Und zwar gibt es auch Leute, die nach jeder Fahrt die Jacke waschen. Ja, einfach nach dem Motto, okay, die muss ja wieder richtig schön sein. Und das ist auch nicht gut für die Jacke. Also da kann es passieren, dass auch die Membran beschädigt wird. Für diese ganze mechanische Bewegung in der Waschmaschine ist die einfach nicht geeignet. Und da reicht es meistens schon, wenn man dann nach der Fahrt einfach die Jacke ausklopft, ja, den Schmutz einfach abklopft, vielleicht auch mal mit einem weichen Schwamm dran geht und das einfach sauber wischt. Und dann ist die Jacke einfach wieder bereit
für die nächste Tour. Natürlich, wenn irgendwann so viel Schweiß hier drin sitzt, dass die Jacke dann zusitzt, dann kann die Membran nicht mehr arbeiten. Dann muss man natürlich wirklich wieder in die Wäsche. Aber bis dahin vergehen einige Fahrten. Ja, mega. Also das ist ja ähnlich wie bei der Fahrtechnik. Gibt dann doch einen Gefallen oder vielleicht Fehltipps. Gerade wahrscheinlich, wenn du mir die Oma oder so noch so Tipps gibt von früher, da stelle ich mir jetzt mal so vor, dass das Leben recht so ähnlich ist und die Technik hat sich weiterentwickelt. Da bin ich jetzt schon mal sehr dankbar. Danke dir, Thorsten. Sehr gerne. Und dann glaube ich, dass die Jacke noch eine ganz gute Lebenszeit hat. Was schätzt du, wie lange sind die so, bis man sagt, okay, irgendwann sind die Membranen dann wirklich nach so und so vielen Jahren durch? Also irgendwann ist die Membran nicht mehr da, das wird einige Jahre dauern. Du bist natürlich Trainer und täglich praktisch draußen unterwegs, da kann es dann auch etwas kürzer sein. Aber da gibt es auch eine Möglichkeit, die Membran wieder zu regenerieren mit Hilfe von einem Imprägniermittel. Aber ich glaube, das machen wir dann nochmal in einem anderen Video. Super. Ja, dann wie gesagt, klickt unten mal rein, dass ihr auch beim Thorsten im Kanal reinschaut, wenn ihr da sehr affin seid mit den Themen. Jeden Fall mal ihm folgt und ich denke mal, ich werde da jetzt noch einiges lernen, also die Lernkurve geht nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt dreckig, aber macht die Wäsche sauber. Bis dann. Ciao.